Ja, Freunde, damit willkommen zu einer neuen Folge von Skoom. Hier geht's direkt weiter, liebe Leute. Das erste Mal. Die erste Folge mit meinem neuen PC. Das hat ja... Ja, jetzt ist Tag 3 schon, ne? Und ich bin immer noch nicht fertig. So lange kann das manchmal dauern mit einem neuen System und so weiter. Wir sind bei Lea gelandet, Leute. Guck an, die Lea ist wieder im Lande. Yay! Und der Ska, der reißt sich am Riemen. Wir sehen das dann im Polizeirevier. Ja, liebe Freunde, ihr habt's mitbekommen. Ich habe ja einen neuen Rechner irgendwie zusammengebaut. Die Teile, die kamen einzeln alle... zu mir angeflogen. Jetzt müssen wir aber heute, ist ja die erste Folge wieder, das heißt, wir müssen ein bisschen auf den Sound achten, ne? Ich versuche mir selber schon Mühe zu geben, so dass das ja gleich funktioniert hier von Anfang an. Aber liebe Freunde, es ist halt so, ne, wenn die Hardware komplett quasi neu ist, dann muss man auch wieder alles umstellen, ne? Weil ich habe jetzt hier nicht mehr die Grafik, hier Soundkarte, die ich vorher irgendwie hatte oder sowas. Und dann ist das alles wieder ganz anders, Alter. Da habe ich ewig viel gebraucht. Ich hoffe, das klappt jetzt so. Weil, wenn die Folge, wenn das heute nichts wert, Alter, dann habe ich das erste Mal seit 2018, seit 2018 mache ich das rum, hätte ich dann das erste Mal morgen ein Video nicht online gebracht, das wäre schade dran. Aber ich bin optimistisch, also ich setze mich dahin, Video jetzt für heute machen quasi, hat höchste Priorität für mich. Und ich glaube, das funktioniert soweit, grafisch sieht das soweit okay aus. Denke ich mal. Wir müssen mal gucken. Da muss man noch ein bisschen Feintuning machen und sowas, ne? Mit den ganzen Pixeln und so. Auf YouTube sieht das sowieso mal anders aus, dann zum Schluss. Die Bitraten und den ganzen Scheiß, ne? Also muss man sich wieder so ein bisschen rantasten, ja? Leute, ihr seht die Serie! Ist immer aufregend, wenn man einen neuen PC macht. Ich habe den selber im Livestream bei Twitch, habe ich den zusammengeschraubt mit Visis Hilfe und beziehungsweise eurer Hilfe. Da haben mir einige immer geschrieben, ich konnte aber auch nicht immer alles lesen. Weil ich mich ja aufs Ding da konzentrieren musste, auf die Hardware und sowas, ne? Ja, grundsätzlich alles neu. Neues Mainboard, neues Gehäuse und so, voll breit ist das so geworden und so. Also das ist der Nachfolger von meinem alten PC quasi. Ja. Und... das Einzige, was nicht neu ist, ist meine Grafikkarte. Da haben wir ja die RTX 2080 Ti. Und... ja, die ich mir wünsche, die Grafikkarte, das ist die 4090. Nun weiß aber jeder, dass das die teuerste ist, die, glaube ich, auf dem Markt ist, oder? Das heißt, für diesen Monat ist mein Budget ein bisschen begrenzt. Deswegen habe ich gesagt, okay, das teuerste Teil mache ich dann zum Schluss. Das ist halt die Grafikkarte. Es sind alle Teile gekommen, so dass ich anfangen konnte, den zusammenzubauen. Ne? Von ja, diesen SSDs und wie das da heißt, M2. Ich habe nur noch diese M2-Dinger da und die neue Hardware, die ich habe, die werde ich auf jeden Fall in meinen Shop jetzt bringen. Damit ihr dann draufklicken könnt und euch das mal selber mal angucken könnt. Da brauche ich hier nicht so viel faseln, wem meine Hardware interessiert. Ich habe das ja alles auch in Discord und sowas verlinkt. Ne? So, den neuen Intel i9, das Monsterteil, hab ich jetzt hier drin. Das brettert wie nix, Alter. Das langweilt sich richtig. Jetzt das langsamste Glied tatsächlich meine 2080 Ti. Ja, die Grafikkarte halt. Da muss ich mal gucken, ne? Bis jetzt läuft's. Ich muss nochmal, wie gesagt, hier gucken, wie schnell ich jetzt dieses Video render und so weiter und so fort. Also ich muss mich daran tasten, das geht alles noch nicht so. Von heute auf morgen, da müsst ihr mir dann verzeihen, falls hier irgendwas Grütze ist, dann bitte ich euch wieder da in den Kommentaren zu schreiben. Zu laut, zu leise. Ja, die Stimme ist laut, aber das Spiel ist zu leise oder andersrum halt, was weiß ich. Oder wenn ihr ganz viele Pixel seht oder wenn die Qualität irgendwie blöde ist oder sowas. Ne? Wenn euch da was auffällt, immer gleich schreiben. Ich versuche, wie gesagt, auf alles zu achten, ne? Aber manchmal kann da was durchflutschen, ne? Ist ja nicht das erste Mal, dass ich eine Aufnahme hatte, wo überhaupt kein Sound war oder sowas, ne? Und dann machst du da 30 Minuten und so und dann stellst du danach fest, hä, wieso habe ich denn keinen Sound? Weil irgendein blödes Update und sowas einfach deine Soundkarte oder deine Soundeinstellung raushaut, ne? Die aktivieren einfach was anderes und dann geht hier nichts mehr, weißt du? Ich habe ja mit Mischpult und so, das muss alles abgestimmt sein. Liebe Freunde, wir kriegen das, aber ich bin optimistisch. Und ich habe mir auch Mühe gegeben, die Leute haben ja drum gebeten oder mir geraten, ich soll den PC mal selber zusammenbauen. Ich mag sowas ja eigentlich nicht. Früher war ich immer voll aufgeregt und das war so geil, neue Hardware und so, ne? Jetzt weiß ich immer noch nicht, also auch wenn die da ist und so, ja klar, ein bisschen aufregend ist das, aber
nicht so wie begeistert jetzt, so wie ich da früher hinterher war. Ne? Also mit anderen Worten, das hätte auch jemand anders für mich zusammenbauen können, ne? Aber die Firma, die hätte dann 250 Euro quasi nur für das Einbauen oder Zusammenbauen des PCs gebraucht. Also, ne? Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, du hast eh keine Ahnung von Wasserkühlung oder diesen neuen CPUs und das ist ja. Also der letzte PC, den ich zusammengebaut habe, war der DX486er oder irgendwie sowas. Und deswegen wollte ich mir das tatsächlich mal reinpfeifen, einfach nur selber, um das wieder zu lernen, wie geht das heute und so weiter und so fort, weißt du? Ja, ging auch ganz gut, also die Kiste läuft. Ich bin auch ganz zufrieden. Wie gesagt, ich habe mich getraut mit dieser Wasserkühlung und sowas, ne? Das hatte ich auch mal Angst vor, wie Wasser im Rechner so, ne? Das. Aber so schwer ist das gar nicht, so schlimm ist das gar nicht, Leute. Und wenn ich das hinkriege, dann kriegt ihr das bestimmt auch hin. Ja. Wenn man dauernd fiepen, das irritiert mich, deswegen. Ja, das ist mein Rechner, das hört ihr so gar nicht im Sound wahrscheinlich, ne? Da habe ich gedacht, die Wasserkühlung hier, das ist leiser als mein alter PC, ne? Ja, von wegen, Alter. Das Ding ist ja. Doppelt so laut, würde ich fast schon meinen, ne? Also, ich hoffe, dass man das jetzt nicht im Mikrofon hört. Und das ist schon ein gedämmter. Er ist schon gedämmt. Aber wegen der Wasserkühlung muss ja oben offen sein, ne? Und da brettert der Sound natürlich raus. Und auch die Luft und sowas, ne? Aber man hört dieses Fiepen oder wie auch immer da, ne? Ich muss mal gucken, ob ich den weiter nach hinten schieben kann oder irgendwie sowas. Leute, ihr seht es. Das sind so kleine Dinger, wo ich mich jetzt im Moment also drauf konzentrieren muss. Also gerne ich auch jetzt hier über Scum mich konzentrieren würde, aber ich versuche gleich alles perfekt hinzumachen, sodass wir nicht so viele Folgen hier zustande bringen, die quasi im experimentellen Testmodus sind, liebe Freunde. Ich bin auch von der Temperatur begeistert. Also das sind so 30 Grad oder sowas, meine CPU, ne? Ich hatte das nämlich gelesen, dass die CPU so ein Monster sein soll. Also die meisten Leute haben da wirklich hingeschrieben, das ist wirklich ein Tier unter der Hardware. Und 100 Grad ist eigentlich Standard, dass das Ding hat, ne? Und deswegen wundere ich mich, dass ich jetzt über 30, 40 Grad so pendelt sich das immer ein, so. Aber wie gesagt, Scum ist das erste Spiel, was ich gespielt habe. Ihr seht es ja selber und dann müssen wir mal gucken, wie das aussieht, wenn ich da so ein Shooter oder sowas mit den neuesten Effekten und den ganzen Scheiß da anmache, ne? Muss ich mal gucken. Im Moment, wie gesagt, ist das für mich am wichtigsten, dass ich wieder ganz normal Videos drehen kann und dass ich auch wieder abends im Livestream sein kann, ne? Sonst vergessen die Leute mich irgendwann, ne? Wenn du im Internet arbeitest, dann musst du immer was machen. Du musst immer was von dir hören lassen. Sonst vergessen die Leute und dann sind sie weg. Das ist einfach so. Das ist ein Job, wo du keine Ruhe hast, quasi. Ist einfach so. Deswegen ist es auch nicht für jeden was, ne? Manche sind immer voll begeistert, probieren den aus. Ja, ich will auch großer Streamer werden. Das sieht immer so leicht aus. Oder YouTuber halt. Und dann probieren sie es aus und nach 2 Wochen oder so haben sie keine Lust mehr, ne? Ja, weil dann die Zeit anfängt von dem, ich habe Spaß und ich muss. Ja, dieser Wechsel halt, weißt du? Ich muss jetzt was machen oder ich will aus Spaßgründen oder so. Und dann merken die ersten Leute, ey, das ist ja doch irgendwie Arbeit, ne? Ja, ist einfach so. Muss dich selbst immer am Arsch treten, deshalb das so Selbstständigkeiten so. Du arbeitest selbst und ständig. Bei mir gibt es keinen freien Tag quasi. Man soll auf jeden Fall irgendwie einen freien Tag einplanen, aber bei mir, ich habe da noch nicht so einen Rhythmus gefunden. Weil wenn ich immer hier render oder irgendwie sowas, dann nutze ich die 2 Stunden oder Stunde oder sowas, um mich mal eben kurz hinzulegen oder auszuruhen oder wie auch immer. Ansonsten so, dass die Kiste halt immer hier produktiv was macht quasi irgendwie, ne? Durch diese neue Hardware hoffe ich mir tatsächlich auch, dass sich dieses Video-Rendern um einiges beschleunigt. Das werde ich jetzt hier gleich im Anschluss testen. Da muss man natürlich auch diese Software und die Optionen alles richtig einstellen. Weil die beste Hardware nützt dir nichts, wenn die Software falsch eingestellt ist und so. Ist einfach so, ne? So, Lea ist hier auch auf große Tour, weil ich glaube, die fährt nach Hause. Ich muss mal kurz gucken, wo sind wir denn hier? Irgendwie ist gar kein Bett mehr von mir da. Habt ihr mein Bett abgerissen oder was da passiert? Ist man 2 Tage nicht online oder sowas? Ich glaube aber, hier wohnen wir irgendwo, oder? Ach, da oben ist ja der See. Ach, Lea fährt andersrum. Ja, sie macht hier so eine Kontrollfahrt, ne? Sieht auch cool aus, dieser. Das sieht ja aus wie ein Opferplatz schon fast. Lea scannt.
Piep, 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 piep. Oh. Achso, geht mein Mischpult überhaupt? Piep. Oh. Ich glaub schon, ne? Piep. Oh. Jetzt muss man alles Feintuning-mäßig einstellen hier. Richtig und wichtig wäre es doch. Also Leute, na, ich habe ja wirklich gut Support bekommen, gerade auch durch, ja, wie sie selbst, wie sie, Honey, Lea natürlich, die hat auch viel rausgebrettert und alle, die dich vergessen haben, Wolfi und so weiter. Specht natürlich, ne? Das ist wie, wenn du so einen Specht hast im Livestream quasi, dann ist das so wie, wenn du einmal irgendwie so ein bisschen so wie eine Art Lotto gewinnst, ne? Also sind Leute, die kommen dann und die machen so kleine Streamer so ein bisschen glücklicher dann und ballern da ein bisschen mehr raus, ne? Das war der Hintergrund, warum ich mir auf einmal die Hardware gekauft habe, tatsächlich. Weil die ganzen, diesen Extra-Support, den ich ja normalerweise so nicht kriege, den habe ich tatsächlich jetzt genommen und mir hier meinen Arbeitsplatz, sage ich mal, auch wenn der ein oder andere macht sich da vielleicht lustig drüber, aber das wird sich nie ändern. Ob du jetzt hier wie ich 2000 Follower oder irgendwie sowas hast oder eine Million Follower oder sowas, also die belächeln dich trotzdem, ne? Das sind diese neuen Berufsmöglichkeiten. Und ich sehe es ja auch mal bei anderen Streamern, wie die denn da so trotzdem in Depressionen verweilen, weil selbst innerhalb der Familie nehmen die dich nicht ernst, wenn du solche Sachen hier machst, ne? Weiß ich nicht, wieso das eigentlich so ist, ne? Weil wenn du das vergleichst mit Schauspielerei oder Künstlertum oder sowas, das wird ja auch nicht so extrem belächelt wie diese Sachen, die wir jetzt hier so zum Beispiel machen, ja? Also, ja. Also da heißt es denn, das ist doch nur Spillepalle, das ist doch nur Spielen oder das ist doch keine Arbeit, so nach dem Motto, ey, Wisi ist da, Wolfi ist da, schön. Guck mal, Lea macht sich doch einen Weg nach Hause. Ich glaube, hier wohnt Minu, habe ich gehört, ne? Sieht aber komisch aus. So eine Wurstbude, Alter, wozu brauchst du denn so viel Wände? Diese Idee hier, da habe ich auch gedacht, wie wollen die denn da die Rampe hochfahren, mit dem Motorrad oder was? Das ist gar nicht zum Hochfahren. Sondern dieses Feuerwerk kannst du auf Schrägen stellen. Wenn du da die Feuerwehrdinger rauf machst, dann ballern die so über den See so schräg rüber, weißt du? Also eine geile Idee. Feuerwerk auf Schräge tun. Ey, mein Turm ist noch da, aber wie gesagt, mein Bett muss ich mal irgendwie neu bauen. Ich weiß nicht. Habe ich wohl irgendwie ein anderes Bett gebaut und jetzt ist das hier verschwunden oder so. Ich muss mal nachher heute Abend im Livestream, wenn das denn funktioniert, muss ich mir dann mal reinziehen, was hier alles wieder los ist, ne? Mary ist gar nicht da. Ich weiß gar nicht. Also, liebe Leute, ihr seht selbst. Das ist ja alles mit Liebe gemacht hier, ne? Ich bin richtig stolz auf diese Mädels hier. Das ist ja der Frauensquad quasi. Wenn ihr auch ein Weibchen seid und ihr möchtet hier Anschluss finden, vielleicht nicht bei den männlichen Lustmolchen. Wir haben ja Frühling. Als Weibchen muss man da ein bisschen aufpassen. Und auch bei Scum ist Frühling öfter. Bei den Herren, ich merke das auch in meinem Livestream oder hier, wie die sich so teilweise ja, ausdrücken oder wie auch immer, ne? Dass da eine Art Testosteronphase ist und da braucht ihr als Gamerinnen keine Angst irgendwie bei uns zu haben. Ich bin nämlich sicher, dass Lea und Mary euch denn da auch aufnehmen würden, wenn ihr da nicht bei den Jungs in den Squad rein wollt oder wenn euch das nervt oder so. Ich bin sicher, die würden auch neue Damen hier gut heißen, Gamerinnen und sowas. Müsst ihr mal Lea anhauen oder halt Mary, ne? Die zocken ja auch mal hier bei uns, hier direkt neben uns oder sowas, ne? Und Wolfi, guck mal, Wolfi schreit schon Lea. Sind alle wieder glücklich, dass Lea wieder da ist. War ja eine längere Zeit ausgereist. So, liebe Freunde, wir waren jetzt aber lange genug. Ich wollte dieses hier nochmal zum Anlass nehmen, nochmal kundtun, warum, ja, und weshalb ich keine Livestreams im Moment oder wie auch immer. Das kriegen die meisten gar nicht mit. Wenn ich jetzt gar nicht von gesprochen hätte, hättet ihr ja gar nichts gemerkt, wahrscheinlich, ne? Aber trotzdem, ich brauche manchmal die Hilfe der Community, um eben Fehler aufzuzeigen, dass die mir irgendwie was sagen. Hier ruckelt das. Oder wie auch immer, ne? Also das ist das. Ich muss das echt nochmal alles optimieren hier. Es kann alles ein bisschen falsch eingestellt sein. Ich hoffe, das klappt jetzt hier mit der Aufnahme, liebe Freunde. Ich das schon sehe, dass mein Balken da so ein bisschen ruckelt. Also das Mischpult schlägt aus hier in der Software jetzt, ne? An der Hardware ist alles gut. Aber die Software, die ruckelt jetzt ein bisschen, finde ich. Da stimmt schon wieder irgendwas nicht. Und das ist halt dieses Feintuning. Wir sind immer noch in den Top 30, das ist gut so. Also wir sind, obwohl meine Abwesenheit da war, sind wir trotzdem noch in den Top 30 CPU. CPU 1%. Ja, das ist ja 60 FPS, CPU 1%. Aussetzer haben wir, glaube ich, gar keinen. Das sieht eigentlich gut aus. Aber wieso ruckelt denn der Balken? Ach, Leute.
fürchterlich, ne? Ich habe auch mal keinen Bock. Ich will immer, dass alles funktioniert und ich einfach nur arbeiten kann, weißt du? Das ist immer das Problem. Also hier ist auch alles flüssig soweit. Ja, mir fehlt noch die 4090. Ich wollte eigentlich noch mal kurz kundtun, wenn ihr da Bock habt, mich zu unterstützen, liebe Freunde. Ihr wisst genau, wie teuer das Ding ist. Das ist auch nicht nur einfach so, ne? Weil normalerweise brauchst du so eine Karte nicht. Seien wir mal ehrlich, 4090 oder wie auch immer braucht man normalerweise ja eigentlich nicht. Ich hole mir dieses teure Zeug eigentlich nur deswegen, weil ich streamen und Videos machen. Und das kostet Zeit, das Rendern und sowas. Das braucht unheimlich viel Rechenpower. Wie jetzt zum Beispiel, ich habe ja im Moment ein PC, ja, läuft gleichzeitig die Aufnahme mit 2K, gleichzeitig muss ein Spiel laufen, dasselbige ist mit Stream, das frisst unheimlich Ressourcen, diese ganzen Programme. Ich habe ja vier Monitore, überall sind irgendwelche Programme am Laufen. Und das ist der Grund, warum ich so ein bisschen diese extreme Hardware brauche. Ne? Also nicht, sonst brauchen wir das normal nicht, ist Quatsch. Guck mal, meine 2080 Ti läuft ja auch, aber ich sehe ja, dass die hier am Limit läuft. Auf meinem Set jetzt hier. Normalerweise, wenn du einfach einen Gamer-PC hast, dann brauchst du das alles gar nicht. Dann braucht ihr nicht so viel Geld ausgeben. Dennoch würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mich da unterstützen würdet, ne? Ich habe dazu genug Links hier, wie gesagt, in der Videobeschreibung unter dem Video. Mitgliedschaft könnt ihr mir helfen. Das geht alles dann in diese neue Grafikkarte rein, Leute. Aber das Ding ist ja so teuer tatsächlich. Das ist nicht so einfach zu wuppen. Also ohne die Community kann ich mir das selber natürlich auch nicht aus den Rippen schneiden. Wäre aber cool, wenn wir das hinkriegen würden, wenn wir gemeinsam hier so einen Arbeitsplatz sichern können. So will ich das mal ausdrücken, ne? Weil du brauchst immer mehrere PCs. Ich habe jetzt zwei PCs. Wenn einer mal absemmelt, dann hast du wenigstens eine Alternative und kannst trotzdem arbeiten. Das ist mir immer wichtig, weil ich selber traue der Hardware immer nicht so. Kann zu oft immer was kaputt gehen und sowas, ne? Ja gut, aber ihr seht selbst, die begrüßen sich wieder hier, die freuen sich, die Schnuckis. Es gibt sicherlich noch unzählige mehr Spieler, über 30 gerade auf dem Server. Wir haben es, wie spät haben wir es denn? 13.15 Uhr. Oha, oha, oha. 13 Uhr, gut, um 14 Uhr ist dann der nächste Reboot. Guck mal, das System läuft auch. Gut, wir gucken mal weiter. Oh, liebe Freunde, wir sind im PvP gelandet. Das ist ja gleich mal spannend hier. Guck mal, der Apfelmesser, der Gandalf Gomez und der Game... Nee, wie heißt das? Dame Diver, Dame Diver oder sowas, keine Ahnung. Lustige... Namen würde ich meinen. Beachtenswert sind auch immer dieses Clan-Zeichen. Ne? Wenn da so ein Totenkopf dran ist, dann ja, führen die Leute, glaube ich, nichts Gutes im Schilde. Aber das brauchen sie auch nicht, denn sie sind ja in den roten Bereich. Ne? Wir sind hier bei der Fabrik, waren wir ewig nicht. Zumindest im Video nicht. Ich als Spieler habe mich hier schon hergetraut. Es ist nach wie vor so, ich weiß gar nicht, ob ich das kundgetun habe. Doch, ne, ich glaube schon. Aber man muss sich immer wieder in Videos wiederholen, weil es kommen immer wieder neue, die sich hierher verirren auf meinen kleinen Kanal. Und da würde ich mich freuen, wenn du jetzt auf Abonnieren drückst, kostet dich gar nichts und du supportest meinen kleinen Channel. Denn, liebe Freunde, ich habe Ziele, ich habe große Ziele im Leben. Ich finde, man sollte sich immer Ziele setzen, weil, damit du immer da am Ball bleibst, ich sag mal so, ja? Wenn ich jetzt sage, ich möchte 1000 Abonnenten auf YouTube haben, dann wäre ich ja schon weg. Die habe ich ja schon. Wenn ich jetzt aber sage, ich möchte 100.000 Abonnenten auf YouTube haben und das ist mein Ziel, dann bin ich ja noch hier. Weil das dauert so scheiße lange, so viele Abonnenten zu kriegen. Wisst ihr, wie ich meine? Also, ich würde immer große Ziele nehmen. Immer große Ziele. Auch wenn man manche vielleicht gar nicht unbedingt erreichen kann. Aber es geht darum, dass du selber am Ball bleibst. Ja? Und ich finde das schön. Also 100.000 Abonnenten möchte ich auf YouTube haben, gar keine Frage, ich arbeite dran. Und brauche aber eure Unterstützung, von allein geht das natürlich nicht. Deswegen versuche ich hier irgendwas hinzuzimmern, was den Leuten gefällt. Auf Twitch ist es nicht anders, da möchte ich aber keine 100.000 Follower oder sowas haben. Ja, möchte man schon. Aber die bringen mir jetzt so gesehen auch nicht so viel. In erster Linie brauche ich aktive Zuschauer, liebe Freunde. Also schaltet abends ein, tut mir den Gefallen. Das ist Passiv-Support, das kostet gar nichts, ne? Abonnenten und abonnieren hier und followen auf Twitch kostet gar nichts. Das ist einfach nur Support. Und ich brauche aktive Zuseher. Wir müssen aktiv abends im Livestream zusammen hier zocken. Und dann wird dann Schuh draus, ne? Also, weil so kriegt man dann diese Twitch-Partnerschaft. Ey, da oben ist ja eine Fahne. Wie geht das denn? Die darf doch gar keiner bauen. Ist ja merkwürdig hier, wa? Wenn da jetzt einer drauf bauen könnte, wäre ja lustig. Da ist ein Auto drinne. Wir haben ja Bauverbotszone, deswegen wundert mich das voll. Wieso könnt ihr denn hier eine Fahne legen? Oder ist es erlaubt, hier zu bauen? Das ist ja merkwürdig. Ja gut, vielleicht ist ja auch erlaubt, ne? Ich war ja auch lange nicht hier in der PvP-Zone. Auf
Auf jeden Fall finde ich das gut, dass sich die Leute hier in den in eine Linkszone reintrauen. Merkwürdig ist halt, dass sie da eine Fahne gebaut haben, aber die ist ja gar nicht eingebaut oder was. Ist das überhaupt deren Fahne? Ich weiß es nicht, Leute. Auf dem Server ist normalerweise die Baubeschränkung. Den darfst du in solchen Städten gar nicht bauen. Deswegen bin ich total gerade irritiert, Alter. Keine Ahnung. Merkwürdig. Aber gut, selbst wenn hier jetzt das Bauen gehen würde, in den ganzen Städten, solange das im roten Bereich ist, wäre mir das doch egal, weil da kannst du diese Häuser angreifen, ne? Ich hatte das ja damals ausgemacht oder eingeschaltet, diese Baubegrenzung, eben weil die Leute alles zugebaut haben. Die ganzen Tankstellen waren zu und so. Da haben sich alle aufgeregt. Die ganzen Tankstellen waren zu. Und da hat keiner aktiv gewohnt, einfach nur zum Ärgern. Die Bunker wurden zugebaut und das war der Hintergrund. Mir selber ist das scheißegal. Meinetwegen könnt ihr hier drinnen wohnen. Also gerade, wenn das funktioniert, wenn das hier im PvP funktioniert, dass ihr überall bauen könnt, würde ich das gut finden sogar. Würde ich das feiern. Weil hier könnt ihr doch bomben, ihr könnt zerstören, ihr könnt Minen legen, ihr könnt voll die Sau rauslassen und das wollen wir doch auch. Und da hatte ich jetzt gerade den Gedanken, wo ich erst von abgekommen bin, zu erzählen, dass ich ja das PvP fördern will. Ne? Wir haben 25 Sektoren derzeit bei Scum. Und ich glaube, in 20 Sektoren kannst du dich rein teleportieren bei uns über den Discord-Server bei uns. Deswegen, ihr müsst euch da den Discord verknüpfen. Habe ich auch schon oft genug gesagt. Ihr müsst sonst einfach, fragt die anderen Spieler da, wenn ihr Fragen habt. Nicht nur mich irgendwie privat anschreiben. Ich bin sowieso die meiste Zeit am Klödern und kann nicht immer antworten. Wenn, ne? Und da gibt es unzählige Spieler hier oder in Discord auch, Wolfi, Visi und sowas, die sind gelb markiert. Das ist unser Support, Mod-Team und so weiter und so fort. Und die können dann euch auf jeden Fall helfen, ne? Ist einfach so. Die sind auch aktiver hier am Start wie ich, weil ich mache hier Videos und so, da bin ich schon wieder vom Server runter, während die Wolfi und Visi und so, die sind hier alle immer aktiv dabei, richtig geil. So, wir sind ja beim kleinen Flugbahnhof, im Moment hier ist keiner. Aber wenn man hier eine Fahne bauen kann und dann hier so zumachen kann, also mir persönlich wäre das scheißegal, theoretisch. Man kann es ja angreifen. Man kann es ja wegballern. Ne? Aber die hatten damals in der PvE-Zone immer alles zugebaut und das war nervig, da kannst du nichts machen. Du kannst die Wände nicht kaputt machen oder sowas. Hier geht das ja, ne? Okay, das neue System wird gut angenommen. Ich finde das richtig gut. Ich habe, glaube ich, eine Sache mal richtig gemacht im Leben. Euch da so ein System hier zu erschaffen, das ihr gut findet und feiert. Der Server ist wieder gut besucht. Und ja, das mit dem Discord haben die Leute auch alles verstanden. Am Anfang war es ziemlich kompliziert. Gebe ich zu, für mich ja auch. Ich habe das auch mir alles selber beigebracht. Aber ich wollte, dass die Leute selber steuern. Ich will, dass ihr nicht immer auf Admins warten müsst und sowas. Ne? Das war mein Ziel, dieser Automatismus. Und ganz ehrlich, ich finde, das ist doch bis jetzt ganz gut gelungen. Ihr könnt jetzt in den Channels bei Discord bei mir selber per Knopfdruck könnt ihr steuern, was hier im Spiel passiert. Ihr könnt teleportiert werden, ihr könnt euch ein Auto kaufen oder was weiß ich, was, irgendeine Waffe kaufen. Ihr könnt volle Magazine, ihr braucht die noch nicht mal aufmumpeln. Ihr könnt volle Magazine im Discord kaufen und die Dinger werden euch dahin gebracht, wo ihr gerade seid. Egal auf der Map, du brauchst, bist nicht mehr abhängig von den Händlern. Dieses Schwarzgeldsystem ist richtig geil. Ihr bekommt automatisch, wenn ihr bei mir auf dem Server spielt, Schwarzgeld pro Minute irgendwie, was weiß ich, 2, 4, 10 Coins oder was weiß ich was, wie viel. Also das ist schon geil. Startcoins bekommst du, Schwarzgeld. Und damit könnt ihr dann die Waffen und alles kaufen, ja? Also das ist alles mit Spielgeld hier im Spiel. Ne? Je länger du spielst, desto mehr Schwarzgeld kriegst du. Außerdem werden die PvPler belohnt. Wenn du einen im Event platt haust, kriegst du 500 Coins dazu. Und wenn du selber platt gehauen wirst, verlierst du 10 Coins, okay? Und wenn du hier jetzt in der normalen Welt ohne Event jemanden platt machst, ich glaube, dann kriegst du 100 Coins, wenn du einen Kill machst, ja? Also das ist schon richtig geil. Auf www.lp-schmiede.de ist meine Webseite, da ist auch alles erklärt, wenn ihr das in Ruhe nochmal durchlesen wollt und so weiter und so. Ansonsten müsst ihr, wie gesagt, Discord verknüpfen mit YouTube und Twitch und euch registrieren mit eurer Spielfigur hier im Spiel und dann funktioniert das, dann läuft das alles wunderbar, das Spiel alles gut zusammen. So, wir gucken nochmal zum nächsten. Liebe Freunde, wo sind wir gelandet? Bei Joe Mozart, der Schlingel, ist hier beim Mini-Flugbahnhof. Ne, das ist ein Händler, ne, oder? Doch, das ist ein Händler. Da hinten ist Brutalos, auch ein gruseliges Wörtchen. Name. Ja, wir sind hier irgendwo beim Händler. Guck mal, so sieht's hier aus. Er will auch shoppen gehen, fährt der... Ne, der fährt gerade weg, wa? Ach so, ne, doch, der kommt. Die Straße führt hier so runter. Da fährt der Brutalos. Und der zierliche Mozart gleich hier drüben. Na, du süße Schnute, du.
Da läuft er weg. Das ist eine Mozart-Sternchen innen. Gut, wir gucken mal weiter. Oh, wir sind bei Schnuppi gelandet. Schnuppi. Schnuppi. Sieht doch geil aus, ne? Guck, wie sie weg, wie geschillt sie wegfliegt. Und schon wieder beim Händler gelandet. Aber diesmal sind wir bei irgendeinem anderen Händler anscheinend. Die Händler sind immer voll beliebt, ne? Aber wie gesagt, dank dem Schwarzgeld seid ihr nicht mehr abhängig von diesen Händlern. Deswegen heißt das illegale Shops. Weil diese Händler, die mögen das gar nicht. Ja, das sind ja die Haupthändler hier auf unserer Insel. Und die illegalen Shops müsst ihr so sehen wie ein illegaler Handel zwischen, ja, so Gefangenen so, ne? Die tauschen den Schwarzgeld aus und sowas. Wisst ihr, wie ich meine? So habe ich mir das zumindest gedanklich irgendwie storytechnisch ausgedacht. Guck mal, Schnuppi ist hier ganz alleine am Chillen. Auf jeden Fall nice. Wir wollen die Folge aber auch nicht zu lang machen, liebe Freunde. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Das ist eine Testfolge. Kann ja alles in der Grütze sein. Wie gesagt, ich freue mich da über jeden Feedback von euch. Gut, liebe Freunde, dann sehen wir uns, wenn ihr Bock habt, schon morgen wieder. Oder abends im Livestream. Ja, auch du bist dabei. Kommt zu meinen Händen, Freunde. Und dann bis dann. Digga, hat der eine fette Base. Eat, eat, eat.